Hi, ich bin Samuel, studiere im 6. Semester Elektro- und Informationstechnik am KIT und habe die letzten 2 Jahre bei der Hochschulgruppe Linkit das Projekt Smart Robotics geleitet. Konkret ging es darum, dass wir in unserer Freizeit neben der Uni für die Firma Dunker Motoren ein Messemodell entwickelt haben, von der Idee bis hin zum fertigen KI-gestützten Schoko-Automaten. Aber seht selbst, was wir gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Der Besucher hat die Möglichkeit, in einer Webanwendung, die über das Internet mit dem Messemodell kommuniziert, seine Lieblingsschokolade auszuwählen. Damit er diese bekommt, muss er allerdings als kleine Hürde noch ein paar Fragen zu Dunker Motoren und dessen Produkte beantworten. Nun werden von unserer KI alle Schokolädchen dieser Farbe über eine Kamera erkannt und ein günstiges ausgewählt. Parallel wird eine Trajektorie für diese Schokolade geplant und dann von den Linearmotoren umgesetzt. Das Messemodell ist in der Lage, sich bei Nichtbenutzung mit verschiedenen Kombinationen von Pick-and-Place-Anwendungen selbst zu beschäftigen. Hi, mein Name ist Martin Hartmann. Ich studiere Elektro- und Informationstechnik hier am KIT im 6. Semester. Ja, beim Projekt habe ich mich allgemein im Bereich Motion Control aufgehalten. Insbesondere habe ich mich dabei um den Drehteller gekümmert, der von einem intelligenten Servomotor angetrieben wird. Hi, mein Name ist Max Schick. Ich studiere Informatik im jetzt 5. Semester. Ich habe mich um den Bereich Computer Vision gekümmert. Dabei ging es hauptsächlich um die Erkennung und Klassifizierung von den Rittersporttafeln. Das Projekt war in der Hinsicht für mich besonders reizvoll, weil wir zum einen über die modernste Technik verfügt haben, also gerade die Aktorik in Form von den Linearmotoren hat im Vergleich zu den Industrierobotern, gerade bei Pick-and-Place-Anwendungen, wie wir es jetzt haben, einen enormen Vorteil. Und auch in Kombination dann mit der Kamera in Form von Computer Vision und dann der künstlichen Intelligenz war das Ganze für uns natürlich ein sehr rundes Projekt. Natürlich stößt man bei der Entwicklung einer solchen Software immer auf Herausforderungen, die einem von Beginn an gar nicht klar waren. Aber das Glücksgefühl, was man hat, wenn man einfach irgendwie mehrere Wochenenden am Stück bis tief in die Nacht gearbeitet hat und dann einen Meilenstein wieder abhaken kann, das lässt einem einfach immer weitermachen. Doch wie hat alles angefangen? Bei einem Ideenwettbewerb von Dunker Motoren ging es darum, ein bestehendes Gantry-System in einen Eyecatcher für Messen zu verwandeln. Für uns hat sich dann die Idee herauskristallisiert, wir wollen willkürlich bewegte Rittersportschokolädchen aus der Bewegung heraus greifen und diese an den Messebesucher aushändigen. Ja, als die Idee dann gut ankam, wurde das Ganze konkretisiert. Das heißt, in der Hochschulgruppe wurde ein Team zusammengestellt von Studenten mit unterschiedlichen Backgrounds, Maschinenbau, Informatik und Elektrotechnik. Das Ding ist, von uns wusste noch keiner, wie man ein solches Messemodell überhaupt entwickelt. Ja, und dann hieß es, sich in die ganzen Themen einzuarbeiten. Das heißt konkret, sich mit tausenden Seiten von Handbüchern rumzuschlagen. Das CV-Modul kann hauptsächlich A, natürlich diese Rittersporttafeln erkennen und B, ist die andere Komponente, dass es über einen kurzen Zeitraum diese Rittersporttafel tracken kann und dann aus diesem kurzen Zeitraum sozusagen die Geschwindigkeit und Richtung interpolieren kann und anhand dieser Bilder auch die Drehung der Rittersporttafel. Angefangen hat es erstmal, dass wir die Kamera genommen haben und die über ein paar Rittersporttafeln hin und her geschwenkt haben und da erstmal ein bisschen rumprobiert haben, was man überhaupt machen kann. Als wir dann schließlich eher zu dem Beschluss gekommen sind, dass wir eben einen KI-Ansatz im Sinne von einer Hair-Cascade verwenden, haben wir eben angefangen, große Bildmengen aufzunehmen von diesem Teller, wie er sich rotiert mit verschiedenen Rittersporttafeln. Das heißt, wir haben sehr viele Bilder davon gesammelt. Als wir dann eben einen schönen großen Datensatz hatten, haben wir diesen Datensatz quasi genommen und in ein Programm gesteckt, was eine Hair-Cascade darauf trainiert. Das hat dann ein paar Tage gedauert am Stück, aber am Ende kam ja was ganz Akzeptables bei rum. Mein Part war das Thema Motion Control. Dabei geht es
darum, die Bahnplanung im dreidimensionalen Raum für die Linearachsen zu machen, die Vakuumpumpe anzusteuern und auch eine sensitive Füllstandsmessung durchzuführen, sodass wir immer wissen, wie viel Schokolädchen noch in einem Magazin sind. Ja, ein weiteres Thema war natürlich das Backend für das Messemodell, sodass wir eine REST-API haben, welche wir über das Internet dann ansprechen können, um entweder ein Schokolädchen anzufordern oder auch um verschiedenste Informationen über den aktuellen Status des Messemodells zu bekommen. Also ein Problem mit der Farberkennung bzw. halt der Rittersport-Klassifizierung sozusagen war, dass die Farben, die die Kamera wahrnimmt, ziemlich abhängig von dem Umgebungslicht ist. Das heißt, hat man den Roboter quasi irgendwo hinbewegt, hätte man das Ding komplett neu kalibrieren müssen. Das haben wir automatisiert, nämlich Gott sei Dank wissen wir, wo beim Roboter im Register die ganzen Tafeln liegen. Das heißt, der Roboter kann sich diese Tafel einfach rausnehmen, kann sie sich auf eine feste Position von seinem Teller legen. Die Software erkennt dann die Rittersporttafel und nimmt sich dann eben den Durchschnitt der Farbe. Dadurch kann sich das Gantry sozusagen selber kalibrieren vor dem Einsatz und es ist kein Einfluss mehr von außen nötig, damit das Ding einsatzbereit ist. Ja, ich bin bei dem Projekt auch ein paar Mal an den Punkt gekommen, dass ich ein Problem hatte, was ich anfangs gar nicht auf dem Schirm hatte. Konkret war es bei der Bahnplanung so, ich hatte zwar eine Idee, wie es funktionieren könnte, dass ich ein bewegtes Objekt im dreidimensionalen Raum fange, aber ich hatte einfach Angst davor, diese Software direkt am Messemodell zu testen, weshalb ich mich dafür entschieden habe, erstmal eine kleine Simulation zu schreiben, die das Ganze visualisiert, wie ich denn diese Schokolade überhaupt fange und ob diese mathematische Funktion, mit der ich diese Bahn plane, überhaupt funktioniert und ob das Ganze vor allem auch ruckfrei ist, also ob es eine smoothe Bahn im dreidimensionalen Raum ist. Ja. In dem Projekt bisher habe ich jetzt so erstmalig die Erfahrung gemacht, wie man im Team an Softwareprojekten arbeitet. Also auch gerade dieses parallele Arbeiten an einem Modul war für mich eine neue Erfahrung und jetzt auch fachspezifisch. Bisher habe ich einige Vorkenntnisse gehabt in C++ und auch in ROS. Und deshalb war es für mich jetzt auch nochmal eine coole, aber auch eine neue Erfahrung, mit CAN Open zu arbeiten, auch weil es ja gerade in der Automobilindustrie immer noch ein häufig verwendeter Standard ist. Abgesehen von technischen Aspekten, zum Beispiel, dass ich mein C++ verbessert habe, vor allem, dass man sich nicht zu sehr committen darf auf einen alten Ansatz, nur weil man jetzt so viel Zeit da reingesteckt hat. Ja, zum Schluss möchte ich noch ein paar Dankesworte loswerden. Besonders großen Dank an natürlich Firma Duncker Motoren, die das Ganze überhaupt ermöglicht haben. Und zu guter Letzt an das Institut IMI am KIT, bei dem wir die ganzen Räumlichkeiten nutzen durften während der Projektzeit.